So, dann machen wir weiter mit Shirin David. Shirin. Lassen Sie den Account Mit deleten. Kitty Cat. Und sehe ich Kitty Cat, dann muss sich die Hure bücken. Ja, wie beim Blumenpflücken, du Kanisterkopffrau. Und wieg dich hier mal nicht in Sicherheit, denn ich box auch Frauen wie dieser Christopher Brown. Wir sind so Kollega-Fanboys, echt Übel, gell? traurig, Übel. Alter. Freunde, ihr habt's wieder geschafft. Ihr seid auf unserem Kanal. Ihr seid endlich wieder zu Hause in der Wohlfühlzone. Aber wir sind gleich nicht mehr in der Wohlfühlzone. Doch, ich Nein. finde, Schön hat schon geile Lieder. Wir ziehen uns jetzt Shirin David rein. Be a Ho, Break a Ho. Also ich muss sagen, vom Titel her, ich finde, nicht sexistisch gemeint oder so. Ich habe nichts dagegen, wenn Frauen rappen. Aber ich finde an sich Rap nicht so geil, wenn das mit einer Frauenstimme ist. Ist einfach so. Weiß nicht warum. Es gibt Lieder, da ist es nicht so, aber meistens ist es so, dass ich es nicht mehr ganz so nice finde, wenn es halt einfach von einer Frau gerappt wird. Es hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas gegen Frauen habe oder dass sie rappen oder so, sondern so geht es mir halt einfach. Oder hörst du irgendein Frauen-Rap-Lied an? Früher ja. Echt, oder? Okay, krass. Juju, habe ich viel gehört. Ja, Juju ist auch gut, aber das ist Oder jetzt auch nicht mehr. Sixten, weil auch früher meins. Also habe ich zwar nie angehört, aber Da war Juju ich auf finde dem ich auch nicht Konzert. schlecht. Sixten. Auf jeden Fall, Shirin David ist halt immer dieses Ho. Weißt, keine Ahnung. Kurven zeigen. Genau. Das Aber darf sie auch. ist, ja, natürlich. Ist halt einfach nur nicht so meins. Aber Genau. was ich auf jeden Fall sagen muss, Shirin kann rappen. Safe. Auch wenn da so Sachen kommen wie ihre Sachen werden geghostwritet oder sowas, Hast du jetzt was ich Skill? jetzt an sich eh nicht so cool finde. Aber rappen kann sie, da kann man sagen, was man will. Ist so. Shirin kann rappen. Und deswegen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wieder gut gerappt sein wird, aber es ist halt, wie gesagt, nicht so mein Geschmack. Aber wir hören mal rein. Also ich hate jetzt hier nicht grundlos rum, weil es von einer Frau ist, sondern ich sag halt einfach neutral meine Meinung wieder. Darfst du auch. Darf ich? Das ist mein gutes Und ich Recht. hoffe, Leute werden es verstehen. Das hoffe ich nämlich auch. Nicht so wie beim Rin-Video. Nee, Wesel war das. Ach so, In den ja, bei Rin haben wir Kommentaren. 10 Dislikes. Naja, Wesel sind die Kommentare Muss ich reingehaselt. ganz kurz reinwerfen. Rin-Video fanden wir nicht so gut, haben wir am Ende sogar noch gelobt, den zweiten Teil. Ja, haben wir. Auch wenn wir ziemlich rumgehatet haben beim ersten Teil. 0 Likes, 10 Dislikes. Kuss geht raus, Leute. Danke euch. Also wenn ihr wen zum Haten braucht, hier seid ihr richtig, ja. Beleidigt uns mal richtig in den Kommentaren, ja. Dann kriegen wir wenigstens was für den Algorithmus. So, Support da lassen. Schaut bei Shirin David vorbei. Und jetzt geht es auch schon los. Wenn YouTube keine Faxen machen Oh Baby, streck mich schon mit mehr Jungfrauen. Barbie, Fairy, Topia. Denn diese Housewives sind desperate wie Eva Longoria. Bitte schauen, halt dich auf. Also ich muss sagen, die Lyrics sagen mir halt gar nichts. Ich weiß nicht, was sie sagt. Sie sagt irgendwelche Wörter, die ich nicht kenne. An sich, ich finde es geiler, wenn sie mit ihrer asozialen Stimme rappt, als Ja, geiler, mit dieser safe. bitchy Stimme, mit dieser Ja, leisen Stimme. genau. Aber schlecht ist es nicht. Nee. Also bis jetzt finde ich noch ganz okay. Was ich gerade wieder unnötig fand, diese Brüste hochheben. Also, warum? Ist mir ehrlich. Ja, gibt Kollege Flex ja auch den Bizeps im Video. Ja, hast auch wieder recht. Aber Kollege hat seinen Bizeps nicht künstlich machen lassen. Ah, Lass mir lieber, jetzt lassen wir sind schon wieder die lieber. Dislikes drin. Ziemlich nice. Auch Ich geil. finde den voll geil, Ich den find's auch Song. geil. Ich schwöre. Schön rumstehen in der Hook. Ja, das Digga. meine ich jetzt nicht. Ich finde auch einfach, sie rappt einfach gut, Ja, Alter. finde ich auch. Diese Tonlagen, die sie die ganze Zeit wieder anders hernimmt, das ist so geil. Ja, ich find's auch gut. Der einfach Skill ist so. Die Hook fand ich auch nice. Ja, richtig geil. Wie gesagt, ich würde es mir jetzt nicht anhören, aber ich komme ein bisschen komisch vor, wenn ich das anhöre, aber ich Ja. find's cool. Ich finde auch den Text echt ganz geil. So, Minimaus-Vergleich war ganz geil. Dann Cardi-Vergleich ganz cool mit. Kim Distanziert. von Kanye oder Ja, sowas. genau. War ganz geil. So, jetzt kommt Kitty Cat und ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne nichts von Kitty Ich Cat. kenne auch nichts von ihr. Ich dachte, muss ich ganz kurz sehen, als Kollege Kitty Cat in seinem Song gefrontet hat, Fanpost, ich dachte, bis ich das gesehen habe, dass es Lucy Cat wäre. Ich dachte mir Was? die ganze Zeit, warum frontet der Lucy Cat? Was hat Lucy Cat gemacht, Perfekt, Alter. Digga? Egal, jetzt kommt Kitty Cat, ich kenne nichts von Kitty Cat. Deswegen bin ich gespannt. Breit gebaut, braun gebrannt. Ich fick deine Hantelbank. 180 Zentimeter und ich hab nen Pferdeschwanz. Coole Selbstironie. Ja. Breit gebraut, braun gebrannt. Ich fick deine Hantelbank, oder was hat sie gesagt? Ja, Doch, finde hätte. ich cool. Ja, safe. Bisschen Selbstironie. Ich an where you at? All diese Bitches mad. Mini-Me, Queen of Rap, Deutsch Rap, Mami.
Rap Barbie. Wir sind keine Hallebecker, so wie Gwen Stefani. Ich find's geil. Sie können auch rappen. Ja. Der Song ist echt geil, Bro, ich ehrlich. Also an sich, wenn man wie das gerappt ist, finde ich es übel geil. Schau mal die Lunte an, die sie in Hand hat. Boah, Digga. Also was ist denn da mit Shireen passiert? Aber zu lange Song, Session gemacht. Der Song ist echt geil. Ich finde ihn auch gut. Also Shireen, die Frisur, ganz wilde Nummer. Stimmt. Wie ein Seestern. Die haben gesagt, dass mein Kopf wie ein Kanister ist. Hast du gehört? Ja. Du Kanisterkopffrau, leg dich hier mal nicht in Sicherheit, denn ich box auch Frauen wie dieser Christopher Brown. Oh Mann, Alter. Lol, geil. Einfach genau von da. Digga, ich verstehe die Line. Das finde ich geil. Die haben gesagt, dass mein Kopf wie ein Kanister ist. Lol. Ich sag nur halt die Fresse, Pussy Boy und strip für mich. Kollege gefrontet, jetzt hier wir aber. Scheiße. Kommt dann Kitty Cat, 1000 Bars. 1000 Bars, yo. Aber ich weiß, es geil wäre, wenn Kolle so im nächsten Song einfach auch sie wieder frontet. Das wäre wild, das ja. Das wäre so geil. Kolle, hau mal raus jetzt. Wir wollen jetzt einen Zurückfront sehen. Bitte, Kolle. Jetzt wurde ich aber scharf geschossen, du. Also, es war gerade irgendwie was gefeiert. Ich liebe Beef. Ganz kurz, Kollege, an dich, Felix. Siehst du dich dafür, Kitty Cat zu strippen? Würdest du sagen, das ist dein Ding? Schreib's mir in die Kommentare. Den Körper hat er dafür. Den Körper hat er dafür. Ja, naja, safe. Kolle ist schon ein sexy Typ. Ich schwöre, ich bin. Also ich würde ja. Kollege auch für mich strippen lassen, wenn ich ehrlich bin. Ja, safe, Digga. Dann nehme ich das Geld in die Hand, Alter. Der Beat ist auch so geil. Sag dein Boy, dass du Bier bist, lass mich dein Girl sein. Auf Platz 1 in den Trends. Verstehe ich, aber verstehe ich. Den finde ich wirklich gut. Junge, die Aufrufe. Digga. Jo, krank. Ja, krank. Das ist krank, das ist echt krass. Ja. Also Leute, schaut bei Shireen vorbei. Beho, Breakaho. Ja, Mann. Ich fand's gut. Safe, saugeiler Song. Also, lasst Liebe hier auf dem Channel da. Lasst Liebe bei Shireen und Kitty Cat da. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Reaction. Hier irgendwo ist jetzt bestimmt schon ein neues Video eingeblendet, wo ihr draufklicken könnt. In dem Sinne... Kuss. Ciao.